Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Stellst du dich bitte kurz vor? Ja, ich heiße Stefan Teibel, bin Betriebsrat bei den psychosozialen Zentren in Niederösterreich, ein Bereich im Sozialpsychiatrischen. Sozialpsychiatrische Betreuung? Genau, sozialpsychiatrische Betreuung, Arbeitsassistenzen. Fein, danke. Du, am 29. Juni gibt es eine Betriebsrätinnenkundgebung am Ballhausplatz. Ja. Und zwar zur Forderung nach einer Sozialmilliarde. Wichtig. Gehst du dorthin? Ich gehe dorthin, auf jeden Fall. Und warum? Der Sozialbereich ist ein Bereich, der uns jetzt von der Politik schon sehr als der Bereich, der die größten Kosten verursacht, vorgestellt wird. Aber er ist auch der Bereich, der in unserer Gesellschaft die meiste Qualität bringt. Also wie wir umgehen mit unseren Bedürftigen, ist ganz einfach ein Meilenstein, finde ich. Ja. Und es geht eigentlich nicht nur um den Umgang mit den Bedürftigen, sondern auch, wie man mit den Leuten umgeht, die dort arbeiten. Es wird oft verlangt, dass die quasi keine Gelder verschwenden sollen und fast gratis Rufbereitschaft machen, zur Verfügung stehen sollen, ihre Arbeit investieren sollen. Aber auch diese Leute haben ein Anrecht auf eine Lebensqualität und eine Arbeitsqualität, auch die Beschäftigten in dem Bereich. Und aus diesem Grund ist diese Kundgebung am Ballhausplatz sehr wichtig, um zu zeigen, wir haben auch Rechte, ja, und wir stehen dafür. Das heißt, das ist ja jetzt einmal ausgeschrieben worden, sozusagen von den beiden Gewerkschaften GPA und wieder als Betriebsrätinnenkundgebung. Es klingt aber so, wie wenn du auch Kolleginnen dazu auffordern würdest, dorthin zu gehen, oder wie ist das für dich? Ja, wer immer Zeit hat und das unterstützenswert findet, sollte natürlich hinkommen. Ja, es ist ganz wichtig, weil es auch ein Bereich ist, der in der Gesellschaft wirklich gebraucht wird, ja, von jedem von uns in den unterschiedlichsten Lebensphasen. Und wer dann einfach das unterstützen kann und will und sich Zeit einräumen kann, dafür sollte hinkommen. Gibt es da irgendeinen Satz, den du den Kolleginnen gern sagen würdest, damit sie motiviert sind, am 29. Juni dort zu stehen, wenn sie Zeit haben? Ja, wir wollen die Krot des Finanzministers nicht fressen, sprich des Sparpaketes, die stressigen Bedingungen noch stressiger machen soll für uns alle. Das wollen wir uns nicht gefallen lassen. Fein, danke dir, Stefan.